Ah, ich bin auch so inkompetent beim Schießen. Warum? Das Vieh ist aber auch so schnell, ey. Ich hab schon wieder den Bronto gehittet. Gleich ist der Bro. Ah! Nein, geh doch rauf! Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. Und wir sind gerade dabei, einen Griffin zu zähmen. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz gewartet, bis die Nacht vorüber ist. Und jetzt locken wir den hier erstmal zur Base. Wird das gerade stürmisch? Ja, es regnet gerade, glaube ich. So, komm mal her, Griffin. Du Nebelkrähe. Du Flattermann, du fliegender Lutschbonbon, komm. Folge mir. Wir wollen ihn jetzt locken in Silence-Biom, denn der wird ja vor allem mit Raw Muttern gezähmt. Das funktioniert am besten und Raw Muttern gibt es nun mal im Highlands-Biom. Und ich möchte ihn da auch verbacken. An einer Stelle will ich das mal versuchen, und zwar in diesem kleinen Canyon, den es da gibt. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, ob er sich da verbacken lässt. Und ob er sich da vor allem vernünftig mal betäuben lässt. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Okay, er hat wieder die Dings-Akro verloren. Müssen wir mal kurz hier landen. Das ist nämlich das eigentliche Problem, den betäubt zu kriegen. Ich glaube, den zu zähmen ist relativ langweilig. Aber dieses letzte bisschen Torpor reinzukriegen, damit er liegt, ist gar nicht so einfach. I shit you not. Das ist saumäßig schwierig sogar. Das ist hier nur ein Low-Level, das ist ein Level 20er. Ich dachte mir erstmal einen Griffin haben, weil ihr wolltet unbedingt, dass ich einen zähme. Und ich dachte mir, Level 20 geht halt schnell, ne? Kann man nichts falsch machen eigentlich. Und wenn man erstmal einen Griffin hat, dann ist es, glaube ich, auch kein so großes Problem, noch einen zweiten zu kriegen. Wobei das mit dem Petri eigentlich jetzt auch ganz gut funktioniert. So, dass der mir hier hinterher fliegt, dann fliege ich immer ein Stückchen weg und so. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Das wäre jetzt natürlich richtig doof, wenn jetzt im Highlands-Biom die Gigas rumlaufen, die schon ewig angekündigt wurden von euch. Wo ihr mir immer gesagt habt, ja, in den Highlands, das ist voll gefährlich, da laufen Gigas rum. Wahrscheinlich tauchen sie jetzt auf, denn einer hatte auch irgendwie gemeint, dass die erst nach Tag 14 auftauchen würden. Und ich meine, jetzt mittlerweile haben wir ja schon so ein paar Tage überstanden hier. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welcher Ingame-Tag gerade ist, aber es ist bestimmt... Also es ist schon ein bisschen jetzt auf jeden Fall. Titanos können hier angeblich auch spawnen und ich habe auch noch eine weitere schöne Ankündigung zu machen. Das wurde im Infovideo zu dem Projekt ja schon gesagt. Ah, Kirbivores, unser wahnsinniges PvP-Projekt, mit dem wir uns nur mit Herbivoren, also reinen Pflanzenfressern, betteln, geht in die zweite Staffel und zwar auch auf Ragnarok. Es ist das erste große PvP-Projekt, zumindest im deutschsprachigen Raum, das mir bekannt ist, das auf Ragnarok stattfindet. Könnt ihr euch auch nochmal das Infovideo angucken, wenn ihr es nicht getan haben solltet, wenn ihr Bock auf solche Projekte habt. Und da hat der Griffin schon wieder das Interesse verloren. Ich lande mal hier. Lande doch. Wo ist denn jetzt der Griffin? Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er direkt über mir, okay. Stamina, 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 Mina, Mina, Stamina, na, na, Mina, Mina. Liebe mich. So. Müssen wir mal gerade gucken, wo verlief denn jetzt nochmal der Canyon? Der verlief hier. Yes, we Canyon. Und wer, der glitscht sich da raus, das kleine schlüpfrige Schweinchen. Hier ist der Canyon. So, wenn ich ihn jetzt hier gezielt verbacke, so dass er hier nicht mehr rauskommt, wenn er hier irgendwie auch vielleicht auch in eine Kurve fliegt oder so, dann muss das doch eigentlich ganz gut funktionieren. Ich glaube, ich könnte ihn hier so, glaube ich, ist doch eine gute Idee, wenn wir ihn hier so verbacken. Oh ja, beim Bronto, genau. Er darf nur den Bronto nicht anhitten. Ja, komm her. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber... Ah, jetzt habe ich den Bronto gehittet. Scheiße. Wie der Griffin versucht, den Bronto anzugreifen. Aber der Bronto kann irgendwie gerade nicht richtig... Ich bin auch so inkompetent beim Schießen. Warum? Das Vieh ist aber auch so schnell, ey. Ich hab schon wieder den Bronto gehittet. Gleich ist der Bronto. Ah! Nein, geh doch rauf! Shit. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Jetzt wird wahrscheinlich der Bronto den Griffin töten. Muss den Bronto mal wegziehen. Scheiße, wo ist denn jetzt der Bronto? Warum ist denn da auch dieser dumme Bronto jetzt? Ah, der Bronto ist auf mich aggro.
Ja, das verliert er ja gleich wieder. Aber der Begriffin, der ist da unten drin geblieben eigentlich. Das hat ganz gut funktioniert. Er kommt damit nicht klar. Der Bronto hat schon wieder keine Akro mehr, oder? Ja. So, jetzt ist er hier. Komm mal her, Griffin. Komm mal zu mir. Komm mal her, komm. Komm mal her jetzt. Komm mal hier hinten hin. Haben wir es jetzt? Wo ist er denn jetzt? Mann, scheiße. Jetzt hat er schon wieder den Bronto. Oh, Mann. Ich muss den Bronto erschießen. Das nervt voll mit dem Bronto. Wartet mal. Meine Mastercraft-Shotgun schafft das ja recht schnell. Jawohl. So. Warte mal, Prime Meat. Das ist ja auch zum Zähmen gar nicht so verkehrt eigentlich. So, der Griffin. Ah, warte mal, der frisst gerade. Perfekte Gelegenheit, um zu betäuben, würde ich sagen. Er hängt auch so ein bisschen da fest. Er hängt in dem Bronto. Warte mal, jetzt. Ja! Das ist genau die Methode, lol. Wie geil! Und das Geile ist, ich habe auch gleich Prime Meat am Start. Es ist zu geil, ey. Sein Schwänzchen wird ihm zum Verhängnis. Ich hoffe, ich treffe auch. Also ich hoffe, ich treffe ihn auch. Aber er schreit, ich kriege ein Trefferfeedback. Und die Pfeile stecken in seinem Schwanz. Ich meine, wenn das hier nicht zählt, dann raste ich aber aus. So kann man es auch machen, oder? Zähmgehege. Shit, das ging daneben. Aufpassen, dass er sich nicht entbuggt. Ah, das geht in den Bronto rein gerade. Zeig mir doch mal deinen Schwanz. Scheiße. Zeig mir mal deinen Schwanz nochmal. Hier ist er doch. Komm, das muss jetzt klappen hier. Mit dem Griffintier. Ich könnte ihn auch in die Füße schießen. Irgendwie ist das lustig. Hoffentlich reichen die Pfeile. Ja, nice. Ist das geil oder ist das geil, frage ich euch. So macht man das. Der Bronto hat sich dann am Ende des Tages doch als perfekter Helfer erwiesen hier. Bei diesem fliegenden Flattertier. So, da möchte ich mal sagen, holen wir noch das andere Prime Meat, das der Petri gesammelt hat. Und dann ist der Griffin so gut wie unser. Könnt jetzt noch ein Schaf erschießen. Aber wahrscheinlich braucht er eh nur einmal Primeat fressen und ist schon gezähmt bei meinen Einstellungen. Ich hol mal... Na! Ich hol mal noch ein Schaf. Sind hier gleich welche? Moment. Meistens sind hier auch gleich welche. Schaf, Schaf, Schaf. Wenn man mal eins braucht, ist keins da, ne? Das ist wie immer. Da ist ein Schaf. Schnell, schnell, Schaf, Schaf. Mach mich scharf. Ihr macht mich scharf. Es tut mir jetzt leid, was ich tue. Das tut mir echt in der Seele weh jedes Mal, wenn ich das tun muss, aber... Oh, Matten. Wir brauchen gar nicht viel. Wir brauchen nur ein bisschen. Schnell die Barrel Roll. Warum hat er denn jetzt nicht richtig beschleunigt bei der Barrel Roll? Manchmal verstehe ich das nicht. Was ist das da? Oh, hallo, ist scheiße. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Barrel Roll. Hier sind wir auch schön sichtgeschützt. Vor irgendwelchen anderen Viechern. Matschen, Matschen, Matschen. Weil Matschen ist nochmal besser als Prime Meat, glaube ich. Ich glaube, das hat er schon gefressen, oder? Einmal hat er jetzt, glaube ich, gerade schon schnabuliert. Nee, Taming ist immer noch auf Null. Er hat noch nicht gefressen. Aber Taming Food ist im Inventory, also daran liegt es nicht. Foodwert muss wahrscheinlich noch ein bisschen sinken. Ein Griffin! Wir haben ihn! Also so gut wie... Da schläft er. Schön auch, dass man das Tier mal so ein bisschen sieht, ne, wenn es gezähmt wird. Er blinzelt auch. Augenzwinkern, Augenzwinkern, hm?
Aber wer hätte gedacht, dass es so funktioniert? Eigentlich habe ich mir schon gedacht, dass es so funktioniert. Aber ich habe kein Zähmgehege gebraucht. Ich habe ein natürliches Zähmgehege benutzt. Das ist doch eigentlich auch mal was Feines, finde ich. Ja. Weil der ist schon fertig, siehst du mal. So, den nenne ich Dor. Denn er ist ein Griffin und er heißt Dor. Griffin, Dor. Griffin, Dor. Ich bin bestimmt der Einzige, der drauf gekommen ist. So, ich kann den schon riden. Hey, warte mal, was ist denn das? Ach, vom Bronto. Ja, warte mal, das nehmen wir mal mit. So, was kann denn der jetzt Tolles, wenn er überhaupt irgendwas kann? Der kann... Warte, der kann nur 296,8 tragen. Warte mal, das ist doch weniger als beim Petri, oder nicht? Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, mein Petri kann... Okay, mein Petri kann weniger tragen. Alles klar, alles gut. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Also, ich kann den ohne Sattel reiten, aber ich wette mit euch, es gibt einen Griffin-Sattel. Wir schauen mal nach. Griffel. Nee, gibt's nicht. Oder... Heißt der irgendwie anders? Nee, Grill. Medieval Grill gibt's nur. Aber der hat hier doch einen Sattelslot. Kann man den Griffin-Sattel vielleicht nur finden? Wenn ihr da mehr wisst, schreibt's mir in die Kommentare, weil ich habe keine Ahnung. Oder kann ich den Griffin-Sattel irgendwie... Oder habe ich den schon freigeschaltet vielleicht? Vielleicht habe ich ihn... Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Habe ich ihn freigeschaltet? Ach, wisst ihr was? Wir hauen jetzt hier erstmal ab. Ich nehme jetzt mal... Ich steige jetzt erstmal auf den Griffin. Pfeife den Petri hinterher. Und dann würde ich sagen... Der ist auch ein bisschen schneller als der Petri, ne? So ein bisschen. Und er hat ein Level Up. Das geht jetzt relativ schnell wahrscheinlich. Weil ja die Einstellungen entsprechend erhöht sind hier. In diesem Single Blair. Wenn der Petri immer so da so hinterher wackelt, das ist immer so leicht verstörend, ist das. So, Moment, wir parken den jetzt erstmal hier. Dann können wir den ja nochmal kurz ausprobieren, denn wir haben ja noch Zeit in der Folge. Wir können ihn ja nochmal was... Auf was gilt man denn so ein Griffin? Eigentlich, so schlecht ist der gar nicht. Guckt mal, der hat 1650 Leben. Ist schon mal besser als mein Petri. Stamina ist natürlich ein bisschen mager auf jeden Fall. Da müssen wir ein bisschen was geben, glaube ich. Midi-Damage 84% ist natürlich richtig mickrig. Kämpfen sollte ich mit dem nicht, aber mit dem kann ich gut transportieren. Der wird mir beim Burgenbau sehr nützlich sein, denke ich mal. Weil er schnell ist und weil er ein bisschen was tragen kann. Nee. So, wir gucken uns den gleich nochmal richtig an. Wir jetzt nochmal gerade das Betäubungszeug wegwerfen und die Armbrust auch. Huch, Moment. Weil sonst, die Armbrust, die Longneck meine ich. Sonst bin ich so schwer. Das Fell hier, können wir alles hier reinpacken. So. Weg mit dem ganzen Zeug. Brauchen wir alles nicht, unnötiger Ballast. So, jetzt mal hier, jetzt will ich mir den nochmal richtig bei Licht angucken. So. Der macht komische Geräusche irgendwie, oder? Also ich finde die Geräusche komisch, oder war das gerade der Pteranodon? Ja, Geilomatico. Ich habe einen Griffin, einen No-Level-Griffin. Aber ich muss sagen, es war lustig irgendwie, den zu zähmen dann rückwärts. Es war zwar irgendwie wieder nervig, aber auch irgendwie spannend, oder? Also ich fand das irgendwie, war wieder mal lustig. War wieder was gezähmt. So, jetzt gucke ich mal, was kann ich denn mit dem griffeln? Was kann ich denn mit dem Griffin alles griffeln? Kann ich mit dem eine Schildkröte griffeln zum Beispiel? Warum wird die Sicht so komisch? Kann ich überhaupt irgendwas mit dem greifen, ist die Frage. Ich meine, er heißt Greif. Also Griffin. Da muss ich doch mit dem was greifen können, oder? Also zumindest irgendwie so ein Dodo muss ich doch mit dem greifen können. Sonst wäre das irgendwie ein bisschen komisch. Und er hat 4 Pranken. Ich gucke jetzt mal kurz noch hier rein. Das ist wahrscheinlich eh nur sinnloser Mist drin. Ja. Damit. Die Lootdrops hier in Ragnarok wollen mich ja ärgern. Ah, die... Da ist nie irgendwie was Sinnvolles drin. Keine Ahnung, warum. Also ich muss sagen, die Reisen über Ragnarok werden mit dem Vieh auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen. Weil der ist auf jeden Fall schon mal wesentlich schneller. Was ist eigentlich, wenn ich C drücke? Was macht der da, wenn ich Rechtsklick mache? Was ist denn das? Er fiebt einfach nur. Fieb! Fieb! Was ist das Fieben, wenn ich Rechtsklick mache? Was bedeutet das? Was bedeutet es? Sag es mir. Sag mir, was es bedeutet.
Okay, Linksklick ist auf dem Boden angreifen. Wie sieht denn das aus? Ja, das macht. Komischer Vogel. Ah, Level up. Stamina. Stamina kriegt er natürlich sehr wenig. Habe ich mir fast gedacht, dass es so ist. Aber es ist ja fast wie beim Petri auch. Der kriegt ja auch wenig Stamina beim Skillen. Kriegt ja auch immer nur so 10 oder so maximal. Oh, Moment. Der hat ja noch gar keine Stamina richtig aufgeladen. Das dauert bei dem irgendwie voll lange. Kann das sein? Mal hier landen. So, lad mal auf. Komm. Lade deine Stamina. Lade sie auf. Tu es. Tu mir diesen Gefallen. Du Tier. Jetzt habe ich einen Griffel. Den Griffel Dor. Ich würde gerne mal was griffeln, aber es ist irgendwie nichts da. Das ist mir eh auch schon aufgefallen. Was ist das immer für eine komische... Wow! Okay, ach, man kann da so einen Sturzflug wahrscheinlich machen, so einen Sturzflugangriff. Ich glaube, stimmt, das hatte mir mal jemand gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Angriff beim Rhino, wenn das Anlauf nimmt und dann mehr Schaden macht, wenn es dann angreift, glaube ich. So ähnlich ist das, glaube ich. Dann kann ich mit dem also nichts tragen. Ist das jetzt... Soll das so sein, ja? Kann man den nicht mit dem nichts griffeln? Hier muss doch mal irgendwo ein Schaf rumlaufen, was man griffeln kann. Wir sind hier in Schottland. Hier muss ein Schaf rumlaufen. Es muss hier Schafe geben irgendwo. Zeigt euch doch. Versteckt euch nicht. Wahrscheinlich sind sie weggelaufen, als sie gesehen haben, dass ich ihren Schafskollegen mit einem gezielten Headshot weggepumpt habe. Das haben sie sich nicht gefallen lassen. Haben gesagt, wir hauen hier ab. Das ist voll asozial hier. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Es ist echt kein Schaf mehr da. Das ist gerade beängstigend. Sind alle ausgeflogen. Gottdammit, wo sind die Schafe? Sag mir, wo die Schafe sind. Wo sind sie geblieben? Die Stamina lädt echt abartig langsam auf bei dem. Das ist echt ein bisschen traurig, muss ich sagen, wie lange das dauert. Ich muss den echt auf Stamina skillen, sonst wird das echt traurig. Also da können wir das, glaube ich, dann vergessen mit über die ganze Map fliegen. Ich kann übrigens auch schon mal sagen, wir haben uns ja für Herbivores einen schönen Spot ausgesucht. Auf Ragnarok. Und das ist ein Spot, den ihr noch nicht gesehen habt in meinen Videos, der aber auch nochmal richtig geil aussieht. Okay, das Pferd konnte ich gerade nicht grabben. Man kann mit dem Griffin nicht grabben, kann das sein? Man kann es nicht. Komisch. Dabei heißt er doch Griffel. Also Griffin. Greif. Man kann nichts greifen. Das ist komisch. Da ist irgendetwas im Busch. Oder ich habe die Taste einfach noch nicht rausgekriegt, mit der man das macht. Wie gesagt, wenn ihr das wisst, ob man mit dem Griffel griffeln kann, ob man irgendwas greifen kann mit dem, dann sagt mir das mal. Wahrscheinlich ist der einzige wirklich brauchbare Greif im Spiel nach wie vor der Cats, weil der wahrscheinlich immer noch das meiste greifen kann. Ah, warte mal, das sind Schafe. Moment, jetzt aber mal hier. Nö. Er macht überhaupt nichts. Er macht nicht mal Schaden, wenn man diesen Rechtsklick macht. Das ist einfach nur... Vielleicht muss man den Rechtsklick dann machen, wenn man den Sturzflug hat. Und wenn man diese Geschwindigkeit dann hält. Und dann in dem Moment, wenn man das Ziel dann vor Augen hat, muss man dann wahrscheinlich Rechtsklick machen. Ich probiere es mal aus. So, wir machen das jetzt mal. Stürzenden Flug. Nö, passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Oder muss ich einfach nur auf das Ziel draufstürzen, ohne irgendwas zu drücken? Wir probieren das mal aus. Wir haben jetzt hier Schafe als Testsubjekte. Ich weiß, es tut mir... Mir tut's ja auch leid, dass es immer die Schafe sind, die hier halten müssen. Ich kann es nicht ändern. Oh yeah, okay. Na gut, es war nur ein Ovis Level 15. Dass das jetzt schnell down geht, war irgendwie klar. Aber Ovis töten gibt ja auch Level, ne? Deswegen können wir die jetzt hier alle mal noch so ein bisschen aufs Korn nehmen. Alle mal nehmen, aufs Korn nehmen. Ja. Oh.
Ich habe gerade rausgedrückt aus dem Fenster irgendwie, keine Ahnung. Das war gerade irgendwie schief gegangen. Das sollte so nicht laufen. Moment. Jetzt ist schon wieder. Mein Spiel tappt schon wieder so komisch raus hier. Mann! Klingt schon wie ein Japaner, der ausrastet. Moment. Wir machen das nochmal. Und zwar, da unten ist ein Ovis. Ovis! Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich mehr bringt oder nicht. Ich drücke halt die linke Maustaste gerade, wenn ich in den Sturzflug gehe. Aber vielleicht muss ich den Sturzflug auch von ganz oben machen. Okay, Moment, aber gerade eben hatten wir ja ein Ovis Level 15 mit einem Schlag getötet. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, glaube ich. Wie gesagt, ich habe mich auch nicht informiert oder so über den Griffin. Abgesehen von den Dingen, die ihr mir gesagt habt. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich hier ein bisschen vielleicht ein bisschen ratlos bin gerade, was der kann und was der nicht kann. Da war doch noch ein Ovis irgendwo. Irgendwo ist doch da ein graues. Sieht aus wie ein Stein. Jetzt mache ich nach oben und dann senkrecht. Ja, okay, es hat schon ziemlich viel Blut jetzt am Rücken des Ovis. Mit einem Schlag. Es ist aber noch nicht mit einem Schlag jetzt gestorben. Okay, Level 90. Ich glaube schon, dass es was bringt, wenn man so mit dem Sturzflug und dann so, ne, so Bäm macht. Ich glaube, das ist schon nicht so unsinnig, das zu tun. Weil, ja, offensichtlich ist das Ovis Level 90 jetzt dann dadurch mit drei Schlägen platt gewesen. Man könnte es natürlich auch mal mit so einem Bronto versuchen. Warte mal, was hat denn der für Werte? Level 20, das ist auch eigentlich ein gutes Testobjekt, oder? Ich meine, wir können ja immer auf die Spikes hochfliegen hier und können warten, bis wir die Stamina regeneriert haben. An der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. Und dann greife ich mit meinem Griffel diesen Bronto an und dann schauen wir mal, wie schnell dieser Bronto down geht. Und dann können wir ja nochmal eine kleine Reise, wenn wir dann auch Level gekriegt haben für den Griffel, ins Schneebiom unternehmen und nochmal in die Schatzkiste gucken. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. Bis dann, ciao, ciao.